Bikepacking ist zu 5% Inspiration und zu 95% Transpiration. Wie meinst du das, Eva? Na, man schwitzt halt viel beim Bikepacking. Und damit ihr beim Bikepacking nicht so viel schwitzen müsst, stellen wir euch heute unsere ultraleichten Bikepacking-Taschen vor. Über ein Jahr Dauertest und mehr als 10.000 Kilometer Bikepacking-Einsatz. Wir haben die Taschen von Cyclade für euch getestet. Was taugen die Taschen? Wo liegen die Besonderheiten? Und worauf solltet ihr achten? Ihr erfahrt's in diesem Video. Viel Spaß dabei, wir fahren jetzt mal los. Cyclade hat ja ziemlich einzigartige Designs und hebt sich so auch ziemlich von den anderen Herstellern ab. Wir fangen jetzt aber mal bei was Oberflächlichen an, und zwar der Optik. Die Taschen kommen in zwei Farben daher. Einmal dieses Light Grey, man könnte sagen fast schon weiß, und dann in klassischem Schwarz. Ich muss zugeben, bei den weißen Taschen war ich schon zuerst skeptisch. Ist doch klar, dass die sofort verdrecken werden. Mittlerweile bin ich aber eigentlich voll überzeugt und fast schon neidisch auf die Eva. Die hat sich nämlich die weißen Taschen unter den Nagel gerissen. Übrigens, kurzer Disclaimer, wir durften die Taschen von Cyclade testen und deswegen hier der Transparenzhinweis, dass wir mit Cyclade zusammenarbeiten. Eine Sache ist beim Bikepacking besonders wichtig und da bin ich auch ein echter Profi. Wir verbrauchen nämlich beim Fahrradfahren in der Stunde zwischen 200 bis 800 Kalorien. Man muss also ordentlich snacken, um da seinen Kalorienhaushalt hochzuhalten. Und dafür ist eben die Food Pouch hier perfekt. Da passt alles rein, ob Snicker, Haribo, Gummibärchen oder auch einfach eine ganze Flasche Cola. Man kann hier wunderbar während der Fahrt bequem snacken, man kommt immer ran. Und das ist einfach wichtig beim Bikepacken, dass man da einfach genügend Süßigkeiten in sich rein isst. Habt ihr einen Lieblingssnack beim Radfahren? Was habt ihr am liebsten dabei? Lasst es uns gern unten in den Kommentaren wissen. Ja, die Food Pouches von Cyclade sind wahrscheinlich die leichtesten weltweit. Ihr habt oben gar keinen Verschluss, sondern einfach nur diese runde Öffnung. Und es gibt auch gar keinen Boden. Also da ist einfach nur so ein Mesh unten drin. Und ja, das ist schon ganz besonders. Und so kann man aber perfekt snacken, ohne dass man mehr Gewicht hat. Also genau das, wofür so eine Food Pouch auch eigentlich gedacht ist. Machen wir mal hier hinten weiter. Die Saddlebag, also die klassische Arschrakete, darf bei keinem Setup fehlen. Ja, die Arschrakete kommt jetzt einmal hier in der 8-Liter-Version daher. Es gibt aber auch noch eine etwas größere mit 13 Litern. Da würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, überlegt euch vorher, wie viel ihr wirklich mitnehmen wollt. Die kleinere ist nämlich schon so ein bisschen simpler gemacht. Einfach nur mit so einem Packsackverschluss hier hinten. Das ist auch relativ schnell immer auf und zu gemacht. Die große hat dafür den Vorteil, dass man eben hinten extra so Zurgurte hat. So kann man dann nochmal mehr komprimieren. Hat beides seine Vor- und Nachteile. Ja, die große Arschrakete hat sogar ein Luftablassventil, was ihr aufmachen könnt, wenn ihr die Tasche komprimieren wollt. Und so könnt ihr die eben einfach nochmal kleiner machen und die Luft entweicht dann von ganz alleine. Obendrauf kann man dann auch noch Gegenstände spannen, beispielsweise Klamotten, Schuhe oder auch Lebensmittel. Und da aber ein bisschen aufpassen, da ist uns nämlich schon öfters mal was runtergefallen. Cyclade hat da auch mitgedacht. Man kann das zum einen hier ein bisschen fester zuhören, das ist ganz praktisch. Und dann gibt es auch einen kleinen Plastikclip, den man eben fest verschließen kann. Und das hilft dann so ein bisschen, dass die ganzen Sachen eben nicht runterfallen. Cyclade bietet passend für die Arschraketen auch eine Rücklichthalterung mit Garmin-Mount an. Also beispielsweise der Garmin-Radar passt da hinten an die Arschrakete. Und das ist vor allem praktisch, weil ihr ja an die Sattelstütze euer Licht nicht mehr montieren könnt. Denkt ihr also dran, falls ihr so ein Licht verwendet, dieser Halter könnte da sehr praktisch für euch sein. Noch kurz zwei Sätze zu den Oberrohrtaschen, bevor wir dann zu meiner Lieblingstasche kommen. Die Oberrohrtaschen gibt es hier einmal in der normalen Länge und dann auch noch in extra lang, dass man hier eben auch diesen Teil vom Fahrrad ausnutzt. Da sage ich aber gleich noch was dazu. Man muss sagen, die sind wirklich relativ breit und groß, die Taschen. Also da passt wirklich einiges rein, insbesondere durch den Magnetverschluss. Kann man sie auch relativ gut auf- und zu machen. Manchmal würde ich mir wünschen, dass sie etwas schmaler sind. Da habe ich aber gute Neuigkeiten. Wer das Eurobike-Video geschaut hat, weiß, dass da auch was Neues kommt von Cyclade. Da freue ich mich auf jeden Fall auf die neuen Oberrohrtaschen.
Insbesondere bei der langen Version achtet da auf die Überstandshöhe, sonst kann es nämlich sein, dass ihr beim Absteigen einfach hier auf der Tasche sitzt. Finde ich gerade beim Gravel ein bisschen nervig. Gerade bei längeren Straßenevents ist es mir das aber wert, einfach weil man hier dann mehr dabei hat. Habe ich euch schon mal gezeigt, hier die Cyclide Musette, ein sehr praktisches Bikepacking-Gadget. Es ist einfach beim Supermarkt super praktisch und man hat einen kleinen Beutel, der nichts wiegt und der auch keinen Platz wegnimmt. Und das Besondere ist eben, ihr habt ja nicht einfach einen ganz normalen Einkaufsbeutel, nein, sondern wenn ihr euch den umhängt, dann gibt es hinten so einen extra 3-Punkt-Gurt. Und den könnt ihr dann hier vorne zumachen und dadurch schwingt die dann nicht während der Fahrt und ihr könnt dann beispielsweise nach dem letzten Supermarktstopp zur Not auch noch 20 bis 50 Kilometer weiter radeln, je nachdem, was eben euer Tagesziel ist. Hier kommen wir endlich zur legendären Rahmentasche, die Cyclide-Tasche, die ich auch schon am allerlängsten verwende. Ich glaube, seit über 2 Jahren bei mir im Dauertest. Ihr seht es hier einmal in weiß und hier meine in schwarz. Finde ich vor allem sehr praktisch, weil die eben auch bei kleineren Rahmen reinpasst. Relativ schmal ist und wirklich so eine Dauertasche, die ich wirklich immer gern am Fahrrad verbaut habe. Habe ich auch bei Tagestouren Flickzeug drin, vielleicht mal eine Windweste, was zu essen und so weiter. Ich schmeiße da einfach alles rein, was ich brauche und lasse die Tasche eben deswegen auch meistens ganzjährig am Rad. Einziger Kritikpunkt, vorne gibt es so eine Öffnung an der Rahmentasche, wo man ein Kabel rauslegen kann, beispielsweise für eine akkubetriebene Lampe. Da ist die Öffnung ein bisschen zu groß für meinen Geschmack und da kann Wasser eintreten. Ist mir zwar noch nie passiert, das sei aber dazu gesagt. Und das Ganze ist von Cyclide schon überarbeitet. Und wenn ihr euch jetzt eine Rahmentasche bestellt, dann ist da, glaube ich, mit so einem Klettverschluss schon gegengearbeitet und es müsste mittlerweile wirklich komplett wasserdicht sein. Das ist übrigens auch eine Sache, die Cyclide-Taschen auch ausmacht, komplette Wasserdichtheit. Und das ist auch ein Vorteil gegenüber günstigeren Taschen, weil ihr da einfach so ein bisschen mehr Peace of Mind habt, insbesondere wenn ihr da irgendwie Geld oder vor allem auch teurere Elektronik dabei habt. Oder auch die Klamotten sollen ja auch nicht nass werden. Ja, die Frameback gibt es auch noch in einer sehr exotischen Größe, kann man eigentlich fast sagen. Da haben sich die Jungs vom Chiemsee wirklich was einfahren lassen. Die obere Seite erinnert eigentlich sehr an die kleine Frameback und dann haben wir hier unten auch noch so ein extra Dreieck eben, was sehr gut zwischen die beiden Wasserflaschen reinpasst, insbesondere dann, wenn ihr den großen Rahmen habt, unbedingt nachmessen. Ich habe das beispielsweise letztes Jahr an meinem Trip zur Ostsee getestet, an meinem alten Rennrad hat es gut reingepasst, schaut da gerne auf jeden Fall mal hier oben euch das Video an, falls ihr den Wien-Ostsee-Bikepacking-Trip von mir noch nicht gesehen habt. Auch noch wichtig, da bitte darauf achten, ihr braucht bei eurer Rahmentasche Reißverschlüsse, die smooth auf- und zugehen. Und nur so kann man eben auch während der Fahrt wirklich gemütlich snacken. Und da bin ich auch ein echter Profi. Oder irgendwie was rausnehmen. Da kenne ich andere Hersteller, wo das leider nicht so gut funktioniert. Also die Reißverschlüsse sind wirklich sehr angenehm. Jetzt noch kurz was zur Lenkerrolle und dann wird's spannend. Noch spannender. Genau, Eva, da kommen wir aber gleich dazu. Genau, zur Lenkerrolle kann man jetzt nicht so viel sagen. 12 Liter haben wir hier, komplett wasserdicht. Vorne kann man was draufzurren und es kommt mit so Distanzstücken, dass man es eben auch gut an den Lenker hinbekommt und da noch ein bisschen Platz zum Greifen hat. Finde ich persönlich immer ganz praktisch, wenn sowas gleich dabei ist und man da nicht irgendwie noch was basteln muss. Wo wir jetzt aber eh gerade schon beim Thema sind und ihr auch was lernen sollt, sehe ich leider immer öfter, dass sowas falsch gemacht wird. Wenn wir jetzt hier in der Früh unsere Lenkerrolle einpacken, ja, dann ist es ganz wichtig, dass ihr die jetzt nicht einfach hier zumacht und dann an den Lenker macht, sondern der wichtigste Arbeitsschritt ist das sogenannte Komprimieren. Das ist eigentlich beim Bikepacking wirklich das A und O. Und da kann ich euch jetzt einen Trick zeigen. Einfach hier zurollen und dann, da holt ihr noch mal einiges raus, einfach drauf knien. Ihr seht es schon, wie ich das hier mache. Ich knie da richtig drauf mit meinem ganzen Gewicht. Kommt natürlich immer darauf an, was da drin ist, aber bei uns ist jetzt zum Beispiel hier das Zelt drin. Und das Ganze hat wirklich einen entscheidenden Vorteil. Und zwar habt ihr einfach so mehr Platz zwischen dem Lenker, weil die ganze Lenkerrolle ist dadurch etwas schmaler wird. Und das merkt ihr dann insbesondere auch an den Bremshebeln, dass ihr da einfach mehr Platz habt. Und das sehe ich leider wirklich viel zu oft. Macht es bitte richtig, komprimiert eure Lenkerrollen vernünftig. Diese Bikepacking-Tasche ist jetzt noch ein echtes Highlight. Cyclide hat mit der Aero Barback aerodynamische Bikepacking-Taschen auf ein neues Level gebracht. Speziell entwickelt für Triathlon-Auflieger haben wir hier 5 Liter Packvolumen und trotzdem einen aerodynamischen Vorteil.
Warum jetzt Vorteil? Ja, ganz einfach. Die Tasche ist nämlich so aerodynamisch, dass ihr damit sogar schneller seid, als wenn ihr ganz ohne Tasche fahren würdet. Wo gibt's denn sowas? Es gibt da auch noch eine optional erhältliche Trinkblase von Säglet. Die werden wir euch aber in einem anderen Video zeigen. Und nochmal zum Thema Aerodynamik. Das bringt wirklich was. Und das Gegenpol dazu ist eigentlich die normale Lenkertasche, die wir gerade gesehen haben. Die ist nämlich von allen Bikepacking-Taschen so ziemlich die Tasche, die am wenigsten aerodynamisch ist und die euch wirklich ausbremst. Deswegen, gerade wenn ihr lange Straßenevents fahrt und wirklich Kilometer schrubben wollt, denkt wirklich drüber nach, macht so einen Auflieger vielleicht Sinn für euch und dann optional dazu noch die Aero-Barback. Lenkerrolle würde ich da auf jeden Fall keine empfehlen. Nicht umsonst ist ja Eva auch letztes Jahr beim Race Around Austria Zweite geworden mit genau diesem Setup. Und jetzt schreibt es uns aber gern unten in die Kommentare, welche der Cycler-Taschen gefällt euch am besten, welche habt ihr vielleicht sogar schon mal ausprobiert, schreibt es uns gerne unten rein. Und wir sehen uns wie immer nächste Woche, unbedingt ein Abo dalassen und ansonsten wünschen wir euch eine gute und sichere Fahrt, euer Wiener Verkehr.